Was geht ab, Leute? Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. In diesem Video geht es um das Thema Lumix GH5 gegen die berühmt-berüchtigte Canon One DX Mark II. Ich habe mir für das Video Unterstützung von Pauli hier besorgt. Grüßt euch. Servus. Genau, warum wir den Vergleich machen, ist, weil die zwei Kameras eigentlich sehr ähnlich sind. Also nicht wirklich, ich meine einmal Fullframe gegen Micro Four Thirds. Allerdings sind es die einzigen Kameras momentan auf dem Markt, die 4K 60 FPS intern beherrschen. Im DSLR, DSLM Formfaktor, und deshalb finden wir den Vergleich eigentlich sehr, sehr interessant. Und ja, wie die beiden Kameras so abschneiden, erfahrt ihr in diesem Video. Ich wünsche euch viel Spaß dabei. So, wir haben das Video in verschiedene Kategorien unterteilt. Wir fangen zuallererst schon mal mit der Bildqualität an und mit der Bildschärfe. Wir beide haben eigentlich erwartet, dass die GH5 ein Ticken schärfer im 4K-Videomodus ist. Wir haben heute allerdings schon sehr, sehr viel Footage geshootet, haben uns das dann nochmal am Rechner angeschaut, und es ist wirklich so, dass die Canon One DX einfach ein Ticken schärfer noch ist. Also ihr habt oft viel, viel mehr Details. Das Bild ist viel kontrastreicher, aber ihr habt echt immer mehr Details drin. Bei der GH5 habt ihr etwas mehr Spielraum beim Grading, aber die reine Bildschärfe hat die One DX ein ganz kleinen Ticken einfach die Nase vorne. Ja, da war ich auch überrascht, weil eigentlich sagt man ja immer, dass Panasonic ein bisschen überschärft ist und Canon ein sehr softes Bild hat. Deshalb habe ich auch wirklich erwartet, dass die 1DX weicher ist, aber ja, wie der Marvin schon sagte, wir wurden eines Besseren belehrt. Also ganz wichtiger Faktor bei so verschiedenen Sensorgrößen ist ja natürlich auch immer das Bokeh, was bei Fullframe ja immer so super toll sein soll. Aber wir haben uns mal den Vergleich gemacht, beides mit dem Sigma 1835. Der Marvin, ich jetzt hier gerade leider nicht drauf, aber wir haben beide mit dem Sigma 1835 auf beiden Cams eben geshootet. Genau, und der Marvin mit dem Speed Booster, und wir haben es wirklich mal nebeneinander behalten, und also sagt mir, ob ihr es anders seht in den Kommentaren, aber wir haben da wirklich keinen Unterschied im Bokeh gesehen. Das ist also wirklich der absolute Vergleich, dass man nicht immer einen Full-Frame-Sensor braucht, um wirklich gutes Bokeh zu erzeugen. Mit Speedbooster und einer guten Optik kommt ihr da schon echt gut ran. Ja, das stimmt. Ich meine, es kommt hier auch noch wirklich auf den Crop-Faktor drauf an, weil bei der One DX Mark II, wenn ihr in 4K filmt, croppt die ein Stückchen rein, so irgendwie 1,4 hast du gesagt, genau, ne? Also so annähernd APS-C-Look, und das Ganze bekommt, also ihr bekommt einen sehr, sehr ähnlichen Crop-Faktor eben mit dem Speedbooster und dann eben dem Sigma 1835 hin, und dementsprechend ist das Bokeh eigentlich fast identisch. Kommen wir zu dem Thema Farben. Da herrschen ja immer viele Gerüchte. Man sagt immer, dass Canon wirklich das beste Color Science hätte, dass die Hauttöne am besten sein sollen. Ich habe es echt immer für ein Gerücht gehalten, wenn ich ehrlich bin. Wir haben eben das auch verglichen, und ja, also out of the box, out of the camera ist die, also sind die Farben von der Canon um Welten besser. Also das ist wirklich krass. Also gerade die Hauttöne, wir werden es gleich im Footage sehen, man bekommt mit der GH5 ähnliche Hauttöne hin, aber man muss echt sehr, sehr viel im Color Grading noch nachkorrigieren, damit man ähnlich gute Hauttöne hinbekommt. Bei der Canon ist es so, ihr filmt einfach im Standardbildprofil oder natürlich, ne? Und die sind einfach perfekt, die Farbtöne, also gerade die Hauttöne. Also da war ich wirklich sehr, sehr beeindruckt. Also ich muss auch sagen, als ehemaliger GH5-Nutzer war ich wirklich voller Hoffnung, wie stark oder wie gut die Bildprofile letztendlich sind. Und ich muss wirklich sagen, seitdem ich die Kamera nutze und von dem, was ich noch in Erinnerung habe mit der GH5, ist gerade was die Hauttöne betrifft, ist einfach ein weltweiter Unterschied. Also es hängt immer davon ab, natürlich immer in dem Workflow, wollt ihr viel Zeit in der Post verbringen, um die Hauttöne bis zum letzten Ende zu tweaken, oder right out of the box. Also das ist immer die Frage, aber ja, es ist wirklich letztendlich kein Gerücht, dass Canon wirklich gute Farben hat, besonders wenn es um Hauttöne geht. Kommen wir zum Thema Slow Motion. Beide Kameras können ja 4K mit 60 FPS und eben in Full HD jeweils mit 120 und bis zu 180 FPS. Wir haben aber beide mit 120 FPS getestet und haben uns da einfach angeschaut, wie das Bild einfach ist im Full HD-Modus. Und ich muss ganz ehrlich sagen, also wir haben da so gut wie keinen Unterschied festgestellt. Ich glaube, die GH5 ist ein ganz, ganz kleines Mühen. Bisschen schärfer als die Canon, aber da tut sich wirklich nicht viel. Also das ist eigentlich alles, was man zu den Slow Motions sagen kann. 4K 60 ist bei beiden super, ja, schön smooth, ja, ja.
und die 120 FPS im Full HD-Modus könnt ihr bei beiden Kameras auch wirklich gut nutzen. Also gerade wenn man auch im internationalen Bereich so ein bisschen rumforscht, dann sagt ja immer jeder, dass das Canon, dass die high Framerates da so super smooth sind, aber dem möchte ich wirklich abschlagen, also weil die sind wirklich genauso smooth wie bei der GH5, da gibt es keinen nennenswerten Unterschied, also das ist ein glattes Gerücht letztendlich. Tower beats on the track. Kommen wir zum Thema Low-Light-Performance. Da haben wir natürlich einen krassen Vergleich, einen sehr, sehr großen Full-Frame-Sensor gegen diesen kleinen Micro Four Thirds-Sensor. Aus meiner Erfahrung kann ich sagen, die GH5 ist nicht so schlecht in Low-Light. Klar, ihr braucht eine lichtstarke Optik und ein Speed-Booster wäre auch nochmal sehr, sehr gut, wenn ihr einen habt. Dann kommt ihr schon sehr weit im Low-Light-Bereich. Aus meiner Erfahrung kann ich sagen, so bis ISO 3200 bekommt ihr noch ein relativ cleanes Bild. Darüber könnt ihr es eigentlich vergessen. Bei 3200 kann man auch schon mit Rauschreduzierungssoftware wie zum Beispiel Neat Video arbeiten. Dann habt ihr nochmal ein etwas cleaneres Ergebnis. Was sagst du zur Low-Light-Performance von der One DX? Ja, also ich kenne ja die GH5 auch und ich stimme da mit dem Marvin komplett überein. Und von meiner Erfahrung ist die One DX ein bisschen besser, aber nicht, dass man jetzt sagt, die hat einen doppelt so großen Sensor, die Low-Light-Performance ist auch doppelt so gut. Nee, das ist nicht so. Also bis ISO 6400 habt ihr da ein rauschfreies Bild. Ich würde so ab 8000 oder ab 10.000 würde ich dann anfangen, auch mit einer Rausch-Software wie Neat Video zu arbeiten. Aber sie ist auf jeden Fall nicht so gut wie die Lumix GH5S. Kommen wir zum Thema Bedienung und Handling der beiden Kameras. Bei der GH5 muss ich sagen, sie ist wirklich sehr ergonomisch, sie liegt super in der Hand. Ich finde, dass die Tasten alle wirklich an der richtigen Stelle angeordnet sind. Ihr könnt die Kamera sehr gut individualisieren, also ihr habt sehr, sehr viele Custom-Buttons. Ihr habt hier oben am Wahlrad eben diese Custom-Wahlrad-Buttons, sage ich jetzt einfach mal, die ihr frei belegen könnt. Ich habe jetzt zum Beispiel auf C1 habe ich 4K mit 24 FPS, auf C2 habe ich 4K 60 FPS. Und auf C3 habe ich dann eben Full HD mit 120 FPS gelegt. So könnt ihr einfach super schnell beim Dreh zwischen den verschiedenen Settings wählen. Und das ist wirklich ein sehr, sehr großer Pluspunkt bei der GH5. Dazu ist das Menü wirklich sehr intuitiv und einfach logisch aufgebaut. Hat einen guten Touchscreen, womit man wirklich arbeiten kann. Jetzt nicht wie bei Sony zum Beispiel. Da ist der, ja, könnt ihr eigentlich komplett vergessen. Und dementsprechend, was Handling, Ergonomie und die allgemeine Bedienung von der Kamera angeht, kann ich eigentlich nicht klagen. Also sie ist wirklich sehr, sehr gut. Was sagst du zu One DX? Ja, also wenn ich vergleiche zwischen One DX und GH5, muss ich sagen, sie liegen beide gut in der Hand. Die 1DX ist natürlich ein ganzes Stück größer. Das kann gut oder schlecht sein. Sie ist schwerer, was bei Videokameras ja immer so ein Vorteil sein soll. Dafür hat die wieder den Bildstabilisator, aber ich will nicht so viel vorwegnehmen. Man kann hier auch diese ganzen Custom-Profile einstellen. Was mir persönlich ein bisschen fehlt, ist, dass du halt hier so ein Drehrad hast, wo du das ganz schnell siehst. Hier muss ich immer auf Mode-Knopf drücken und dann... Es ist halt alles immer ein bisschen umwegig, aber ich finde jetzt auch die Bedienung nicht so schlecht. Ich bin damit gut klargekommen. Was uns beiden jetzt heute aufgefallen ist, was keiner von uns beiden gedacht hätte, dass der Bildschirm bei der 1DX ein bisschen besser ist, also von der Helligkeit und von der Ablesbarkeit. Das ist einfach was ihr... Aber man kann den natürlich auch nicht drehen und kippen, also das ist dann wieder der Nachteil. Das ist dann wieder der Nachteil, genau. Ja. Ja, aber die Helligkeit, da war ich echt erstaunt. Also wir haben halt beide in den gleichen Szenarien, Tageslicht, direkte Sonneneinstrahlung gefilmt. Und bei der One DX konnte man viel, viel besser eben das Bild beurteilen. Ich hatte heute meinen externen Monitor nicht dabei und den habe ich wirklich vermisst. Also ja, ich bin es natürlich auch gewohnt, mit dem externen Monitor zu filmen, aber der Standardmonitor von der One DX, der ist wirklich gut. Also um einiges besser als der von der GH5. So, das war's mit dem ersten Teil des Videos. Wenn ihr den zweiten Teil sehen möchtet, dann schaut beim Kanal von Paul vorbei. Ich verlinke euch das Ganze am Ende des Videos und nochmal in der Videobeschreibung. Jetzt fährt ein ICE vorbei. Ich hoffe, man hört uns noch gut. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt uns gerne einen Daumen nach oben da. Abonniert den Kanal, abonniert auch den Kanal von Paul. Und dann würde ich sagen, wenn ihr irgendwie Fragen zu den beiden Cams habt oder eure Bildeindrücke, wenn ihr sagt, irgendwie ihr fandet das Bokeh von der One DX besser oder von der GH5, schreibt uns einfach eure Meinung in die Kommentare und dann lasst uns da ein bisschen quatschen. Und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns dann bald wieder im nächsten Video, beziehungsweise im Video von Paul. Und bis dahin sage ich ciao.